Der erste Tag der Lady German Open, presented by Marriott, ist für Nina Holleder schon zu Ende. Sie hat eine fantastische 70er Runde gespielt heute. Nina Holleder, wie fällt Ihr Fazit nach den ersten 18 Löchern aus? Also ich fand die Runde relativ solide. Der Start war ein bisschen schwierig. Ich lag lange einen über und habe dann auf den Löchern 14, 15, 16 drei Birdies gespielt, was mich auf die zwei untergebracht hat. Ansonsten habe ich eigentlich immer solide Pars gespielt. Und ich finde, das ist ein ganz guter Einstieg in ein Turnier. Eine 70er Runde ist ein toller Einstieg, eine schöne Basis, um hier ein gutes Ergebnis zu erzielen am Wörthsee vor den Toren von München. Wie ist Ihr Eindruck hier vom ganzen Setup, vom ganzen Gelände hier? Man hat einen neuen Austragungsort im Gegenüber vom letzten Jahr gefunden. Wie gefällt es Ihnen hier am Wörthsee? Mir gefällt es super. Also es ist ein bisschen anders als letztes Jahr. Die Plätze kann man nicht vergleichen, aber ich fühle mich hier wirklich sehr wohl. Auch die ganze Atmosphäre ums Clubhaus rum, das ist sehr gemütlich und man ist so willkommen hier. Das Wetter ist toll, also kann eigentlich nur ein gutes Turnier werden. Es ist auch ein guter Einstieg für Sie persönlich nach einer kurzen Pause. Sie haben ein bisschen gearbeitet, waren ein bisschen unglücklich mit Ihrem Spiel. Was war genau passiert? Das weiß ich gar nicht so genau. Ich habe mich einfach nicht so wohl gefühlt. Ich habe eigentlich relativ hohe Erwartungen gehabt, weil ich ziemlich viel gearbeitet habe. Und wenn man die nicht so erfüllt, dann kommt man natürlich ins Überlegen. Und Überlegen hilft nicht oft. Also deswegen war es ganz wichtig, dass ich jetzt eine Woche Pause gemacht habe, um ein paar Sachen wieder zu sortieren und zu entspannen und den Kopf wieder richtig hinzukriegen. Ich denke, das war so das größte Problem. Und jetzt fühlt es sich gut an nach den ersten 18 Löchern hier? Ja, ich bin glücklich, dass ich wieder unter Paar gespielt habe und dass es wieder besser läuft. Und mal schauen, was die nächsten Tage noch so kommt. Es ist das einzige Turnier der Ladies European Tour in Deutschland. 12 deutsche Spielerinnen sind mit am Start, darunter 6 des Golfteam Germany. Was bedeutet die Betreuung auch durch die Trainer des Golfteam Germany hier während des Turniers? Also da mein Heimtrainer, der Michael Terwort, auch ein Trainer vom Golfteam Germany ist, ist das für mich natürlich ein super Vorteil, weil ich eben meinen Trainer hier habe, aber es ist allgemein sehr schön, viel vom vertrauten Umfeld zu haben. Und das hat man ja, wenn man international spielt, nicht so, dass so viele Leute da sind. Und das erinnert so ein bisschen an früher, an die Kaderzeiten. Das ist schon schön. Nina Holleder, vielen Dank und alles Gute für morgen für die zweite Runde. Dankeschön. Tschüss.